Mein Name ist Michel, technischer Außendienst Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Ladeluftsystem-Prüfkoffer vorstellen für Fahrzeuge mit Bajonettverschluss. Der Koffer besteht zum einen aus den Lufteinlassadaptern, zum anderen aus den Gegenadaptern und einem Luftzufuhradapter mit Überdrucksicherheitsventil. Um nun ein Ladesystem auf Druckverlust zu prüfen, wird zum einen diese Schnellverschlüsse am Turbolader abgekoppelt und an der Ansaugbrücke. Die eine Seite benutze ich, um Luft ins System zu geben. Hier haben wir die Adapter. Die werden jetzt hier eingesetzt und durchdrücken, bis es einrastet, wird jetzt diese Seite abgedichtet. Damit wir den Druck im System halten können, müssen wir die Gegenseite, in dem Fall an der Ansaugbrücke, ebenfalls verschließen. Und das macht man mit den sogenannten Gegenadaptern. Die Luftzufuhr bekommen wir mit dem vorangesprochenen Adapter. Der wird jetzt hier auf der Kupplungsseite adaptiert. Und um auch an schwer zugänglichen Stellen ranzukommen, haben wir einen Schlauch aufgepresst. Ist insbesondere nötig, wenn ich im Bereich Ladeluftkühler arbeite. Um jetzt Druck ins System zu bekommen, haben wir hier ein ganz konventionelles Ventil, wo ich mit einem Reifenfüller Druck zuführen kann. Ich würde jetzt hier mit einem Reifenfüller so lange Druck zugeben, bis 1,8 Bar erreicht sind. Die 1,8 Bar werden über das Sicherheitsventil automatisch abgegeben. Das Manometer des Reifenfüllers dient mir dann als Druckverlustanzeige. Nun kann ich entweder über Tasten oder über ein Lecksuchspray die undichte Stelle aufspüren. Entweder kann ich hier das ganze System abdrücken oder nur ein Teilsystem. Wenn ich jetzt sage Turbolader bis Ladeluftkühler, nur Ladeluftkühler oder von Ladeluftkühler bis zur Ansaugbrücke. Das Interessante ist an dem System, dass man hier sehr schnell und effizient Undichtigkeiten aufspüren kann. Das Interessante an dem Koffer ist, dass er sich sowohl für Diesel- als auch Benzinmotoren eignet und dass er von 31 bis 61 mm geht. Wo er auch interessant einzusetzen ist, ist für Undichtigkeiten im AGR-Ventil. Man kann hier im Ladesystem schnell und effizient Undichtigkeiten aufspüren.